Moin Leute, hier ist wieder euer Dennis von Lotti Cards mit unserem letzten Clou für dieses Jahr. Wir sind weg am Start mit der Lotti Mystery Box 2.0 und wir haben euer Feedback verarbeitet, was ihr uns zu der ersten Version gegeben habt und haben das Produkt noch besser gemacht, deswegen auch 2.0. Der Preis liegt jetzt bei 99,99 und Versand in Deutschland ist dabei im Preis inklusive. Im Ausland natürlich separat, wie immer. Und es gibt einen fixen Anteil an Produkt, was drin ist, und einen variablen Anteil. Zu dem fixen Anteil gehört definitiv eine Sonderbox. Da hätten wir hier zum Beispiel viermal Schimmerlegenden Pikachu Pin Kollektion. Wir haben drei Schimmerlegenden Mewtwo Pin Kollektion, dreimal Shadow und drei Zoroark Pin Kollektion. Und dann als Schmankerl aus der Mythical Pokémon Kollektionsserie einmal Meluetta und sechsmal das Genesect haben wir dabei. Das ist auf jeden Fall die Pin-Kollektion, die dabei sein wird. Jeder von den 25 Boxen, die wir machen, enthält auf jeden Fall eine Pin-Kollektion. Dann bekommt jede Box eine Packung Toploader und eine Packung Softsleeves. Die kann man immer und jederzeit gebrauchen. Und sehr gut angekommen bei euch letztes Mal, laut Feedback, waren auch die japanischen Merchandise-Artikel aus dem Pokémon Center. Da haben wir hier nochmal eine schöne Bandbreite. Jeder bekommt entweder eine Deckbox oder eine Packung Hüllen. Auch hier haben wir ein paar schöne Motive für euch ausgewählt und legen euch die in die Boxen rein. Dann bekommt jeder ein Booster nach den Flammen sowie zwei Booster aufziehender Sturmröte, damit auch der Booster öffnen Spaß dabei ist und euch der Kick, der Puls eine Freude bereitet. Außerdem kommt jeder einmal das Eevee Blackstar Promo. Eine sehr, sehr schöne Karte. Eine der nicesten Artworks, die ich finde. Was man hier auch sehr schön sieht, die drei Elementfarben des Evolis, Blau, Gelb und Rot für Aquana, Flamara und Blitzer. Das ist auf jeden Fall dabei. Und als letzter Fixbestandteil ein Vintage Booster. Da habt ihr die Auswahl oder könnt bekommen Platin Arceus, HS Triumph oder HS Unerschrocken. Ja, das waren die Fixbestandteile und jetzt geht's an den Mystery-Teil und ihr habt euch letztes Mal über die PSA-Karten gefreut wie Sau und deswegen haben wir gesagt, komm, wir holen mal die Kiste raus und schauen mal, was wir da an nicen PSA-Karten haben. Und ja, bei den PSAs ist es entweder so, wir haben das hier in zwei Departments aufgeteilt, der untere Bereich, also diese ganzen Karten hier, da würdet ihr immer sogar zwei PSA-Karten in eurer Box haben, immer eine in der oberen Reihe sind 9er und in der unteren Reihe sind 8er oder schlechter. Da haben wir zum Beispiel Kyawe, Shining Jirachi, Mewtwo GX, zweimal Lapras GX Full Art. Dann haben wir zwei Level X Karten, Empoleon und Regigigas. Wir haben ein Gardevoir EX Full Art, ein Xerosic Full Art, ein Pokémon Fanclub Full Art, ein Ampharos EX Full Art oder ein Machamp EX Full Art. Dazu bekommt ihr dann eine dieser 9er Karten zusätzlich, Rayquaza EX, ein anderes Rayquaza EX, Beast Energy, Vaporeon Reverse Holo, Flareon Reverse Holo, ein Pikachu Promo in Holo, ein Gyarados Holo, ein Shaymin EX, ein Lycanroc EX, GX Full Art, ein Professor Sycamore Full Art oder ein Magikarp Toys R Us Promo. Alternativ könnt ihr auch eine dieser Karten bekommen. Hier haben wir zwischen Grade 8 und 10. Und da sind halt mega nice Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Shining Arceus, Shining Rayquaza, Shining Genesect, Shining Lugia, Shining Celebi, Shining Arceus, Shining Celebi, Shining Jirachi, ein Ampharos EX PSA 10, Mega Ampharos PSA 10, Hooper EX PSA 10, Amtyranitar X PSA 10 oder Anti-GX PSA 10. Ihr seht, da sind also mega coole PSA-Karten dabei, die ihr bekommen könnt. Und ich meine, ihr wisst selber, oder wisst es vielleicht, allein das Grading einer Karte kostet zwischen 7 und 10 Euro, je nachdem, wo man das macht, wo man wohnt, wie schnell es dauern soll und so weiter und so fort. Aber man kann so ungefähr sagen, 10 Euro kostet Grading. Das heißt, alleine, wenn ihr hier zwei Karten bekommt, kostet nur die Bewertung der Karten durch PSA allein schon 20 Euro plus der Kartenwert selber. Plus die Wertsteigerung, die
so eine PSA-Grading eben mit sich bringt. Also mega nice Artikel. Und jetzt kommt noch das Highlight zum Schluss. Wir wären ja nicht Lotti-Cards, wenn wir nicht irgendeine crazy Überraschung für euch am Start hätten. Hier sind noch so ein paar umgedrehte Karten. Die drehe ich jetzt mal um, denn das sind die, ich sag mal, Super Hits quasi. Drei der 25 Boxen enthalten zusätzlich noch eine dieser drei PSA-Karten, was besondere Schmankerl sind. Wir haben hier als allererstes PSA 10 20th Anniversary Mewtwo, ja, Holo. Mega, mega nice. Ein Scyther, Rocket Scyther, um genau zu sein. Auch PSA 10 Gem Mint aus der Gym-Serie. Und last but not least, ein Porygon 2 Gem Mint aus der Neo 3 Serie in Japanisch. Ja, eine der drei Karten habt ihr mit etwas Glück in eurer Box zusätzlich drinne. Und ich finde, diese Box ist besser als alle anderen Boxen, die wir bisher hatten. Mir gefällt die Auswahl wirklich gut. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ihr habt viele Booster, Promokarten, ein bisschen Zubehör, aber auch besonderes Zubehör. Nicht irgendein Quatsch wie Playmats oder sowas in der Art von, wo jeder schon zigtausend hat. Ihr habt eine nice Eevee-Promo dabei. Ihr habt Vintage am Start und PSA-Karten natürlich. Und mit etwas Glück eine von diesen drei wundervollen Karten hier. Ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Produkt ist live im Shop. Ihr findet den Link wie immer in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von Lotti Cards.